Moin, da seid ihr ja wieder. Habt ihr schon Lust auf die Gute-Nacht-Geschichte? Auf das heutige Vor-Advents-Kalendertürchen? Dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte vom Wesentlichen und Unwesentlichen, von Wahrnehmung und Bewusstsein und davon, was das alles mit Hervorkommen und Aufbrechen zu tun hat. Viel Spaß! Hey, ihr lieben Menschlein, die ihr euch so gerne in eure Komfortzone kuschelt und euch dennoch so gerne als Kämpferinnen und Kämpfer seht. Im permanenten Einsatz gegen all das Übel, all das Böse und all den Unbill, von dem ihr euch Tag für Tag umgeben seht und der euch so zermürbt und auslaugt und müde gemacht hat. So sehr, dass sich Komfortzonen mit ihren kuscheligen Eckchen, ihrer einlullenden Atmosphäre und ihrem Versprechen von Ruhe und Erholung da sehr leicht tut, euch zu verlocken und ruhig zu stellen. Ihr Gegenspieler, die Wachstumszone, tut sich da viel schwerer. Nicht zu Unrecht nennt man sie auch Herausforderungszone, Veränderungszone oder sogar Neuland oder unbekanntes Terrain. Bei ihr herrscht immer Aufbruchstimmung und meistens viel Durcheinander. Bei ihr haust das Bauchkribbeln und die Unsicherheit. Auch der Überschwang und die Euphorie lümmeln sich gerne mal in ihren Ecken. Ich, die Veränderung. Ich arbeite ja unermüdlich daran, euch aus der Komfortzone rauszulocken und in die Wachstumszone einzuladen. Leider ist das aber ein richtiger Knochenjob. Und das liegt daran, dass die Komfortzone so viele Gastgeschenke verteilt. Die sind aber so ähnlich wie die Süßigkeiten, die Kinder an Halloween geschenkt bekommen. Erst schmecken sie so richtig lecker und man bekommt überhaupt nicht genug davon. Aber irgendwann ist einem dann so dermaßen schlecht, dass man am liebsten spucken gehen würde, wenn nur das Aufstehen nicht so anstrengend wäre. Eins ihrer gefährlichsten Geschenke sind ihre Schlafbrillen. Kennt ihr die? Diese knuffeligen, samtigen Dinger, die zwar nicht so richtig dunkel machen, aber alles so gemütlich dämpfen. Und dann noch die Begrüßungsdrinks, nach denen ihr alles ein bisschen verschwommen wahrnehmt. Die sind fast noch gefährlicher. Und da sind wir schon, bei einem meiner mächtigsten Verbündeten, nämlich der Wahrnehmung. Die würde euch ohne all diese vermaledeiten Begrüßungsgeschenke so schnell in die Wachstumszone katapultieren, wenn ihr nur klar sehen könntet, wenn euer Blick nur offen und klar wäre, nicht begrenzt von Mauern und von Wänden, die euch einsperren und irgendwann erdrücken. Dann könnt ihr nämlich das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen. Das sind schöne Worte, wenn ihr sie mal genau betrachtet. Das Wesentliche, das ist, was im Kern der Dinge, der Ereignisse und der Menschen steckt. Ihr eigentliches, wirkliches Wesen. Wesentlich eben. Im Unterschied zu den unwesentlichen Aspekten, denen, die nicht zum Wesen gehören, die sich nur im Laufe der Zeit angeklebt haben an das Wesen, sich von außen drüber gestülpt haben und irgendwann dann zu Mauern und Wänden geworden sind. Das merkt ihr dann aber meistens schon gar nicht mehr. Und damit sind wir schon bei meinem zweiten Verbündeten, dem Bewusstsein. Gerne mal im Team mit der Wahrnehmung unterwegs. Denn, und jetzt wirklich gut zuhören, die Wahrnehmung heißt Wahrnehmung, weil sie entscheidet, was wir im wahrsten Sinne des Wortes für wahr nehmen. Da steckt die Wahrheit drin, also was wir für wahr halten. Es steckt aber auch Nehmen drin. Wir nehmen etwas und halten es dann für wahr. Wir könnten es aber auch einfach stehen lassen. Und hier kommt jetzt das Bewusstsein dazu. Nur wenn wir uns über etwas bewusst sind, wissen wir, was ein Wesen ist. Nur dann können wir eine Entscheidung treffen, was für uns ein Beitrag ist und was nicht. Ersteres nehmen, wahrnehmen und letzteres stehen lassen, weil es nicht wahr ist, sondern unwesentlich. Und damit bin ich auch fast am Ende der kleinen Geschichte. Und für das Ende, dafür habe ich mir ein richtiges Schmankerl aufgehoben. Ich, die Veränderung, kann euch nämlich verraten, wie ihr die Angst und den Schrecken vor der Wachstumszone ganz einfach, und wenn ich sage einfach, dann meine ich wirklich einfach, loswerden könnt. Ihr braucht nur etwas, mit dem ihr sie aufbrechen könnt. Aufbrechen, versteht ihr? Deshalb Aufbruch. Einfach losgehen, anfangen. Dann werden Angst und Schrecken nämlich brüchig. Und wenn ihr weitergeht
und nicht beim ersten kleinen Muskelkater gleich wieder in die Kuschelzone zurückschlüpft, dann werden die Risse und Brüche so groß, dass die ganzen angeklebten und übergestülpten Mauern und Wände bei euch keinen Halt mehr finden und von euch abfallen. Ganz einfach. Und wenn keine Mauern und Wände mehr da sind, was macht ihr dann? Auch ganz einfach. Dann könnt ihr hervorkommen und euer Wesen zeigen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ihr könnt sofort mit dem letzten Schritt anfangen. Das ist nämlich der Trick dabei. Und das andere, das Neue, das bin ich, die Veränderung. Und ich verstehe gut, dass das für euch erstmal verwirrend klingt. Das liegt aber nur daran, dass ihr noch in der Komfortzone sitzt, wo, das wisst ihr ja nun, alles gedämpft und ein bisschen vernebelt ist. Wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt einfach schon mal, wie das aussehen kann. Lust bekommen? Denkt mal drüber nach. Es lohnt sich. Und solange ihr noch drüber nachdenkt und vielleicht auch noch mehr Impulse haben möchtet, könnt ihr einfach noch mal mit nach drüben kommen, in Stella Sabine Peters Facebook-Gruppe. Da gibt es nämlich noch ganz viel davon. Bis gleich. Moin!